Ja, Leute, und mit diesem Intro begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir werden uns gemeinsam das Spiel Jurassic World Evolution ein bisschen reinziehen. Ihr habt schon mitgekriegt, dass wir die ganze Sache ohne Facecam machen, weil das Problem ganz einfach ist, Leute, wir werden von Menüs überschlagen werden in diesem Spiel und ich ganz einfach auch nicht weiß, wo ich die Kamera platzieren soll. Ärgerliche Sache, aber ich denke mal, die meisten von euch kennen meine Fresse einfach schon zur Genüge und für die, die mich nicht kennen, es gibt noch genug Videos von mir auf dem Kanal, wo ihr auch mal mein Gesicht sehen könnt. So, Leute, wir gehen auf ein neues Spiel. Hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben? Also Leute, bei der Musik kriege ich schon einen kleinen Zockerständer im Hintergrund. Isla Matanzeros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch. Denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Also wir haben hier tatsächlich die Originalstimme von Ian Malcolm gehört. Ich bin so ein kleiner Jurassic World, Jurassic Park Fanboy. Und finde ich schon wieder sehr edel, um ehrlich zu sein. Oh Gott, Leute, jetzt umgucken können, ne? Okay, gut. Also, okay. Ich bin Cabot Finch. Zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement. Und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Okay. Wir sollen ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Wie weit kann man denn hier zoomen? Hier kann man ja richtig weit reinzoomen. Ja, und wie bauen wir den Schüssel? Ah! Hallo? Aha! Ein Hammond-Entwicklungslabor. Na und los. Alter. Das ist ja... Ich bin schon wieder fasziniert, dass so eine Steuerung von so einer Aufbausimulation... Das funktioniert. $392.000. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Dann baut mal hier. Das ist fertig. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Ach was? Naja, dann machen wir das mal. Einmal Klick. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Oh Gott. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Na, wenn der das sagt. Wie hieß der Dino? Struthiomimus. Ich weiß es nicht mehr. Dinosaurier ausbrüten. Na, sag ich doch. Ein Struthiomimus. Also das kleine Vieh dort, anscheinend Pflanzenfresser, scheint ein niedlicher Zeitgenosse zu sein. Ausbrüten $30.000. Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja... Das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal. Und ein nächstes Mal. Oh Gott, Leute, der Dino ist fertig. Ach, guck mal. Aber. Ach, guck mal. Grüß dich. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos.
All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Ja, Leute, jetzt wir haben... übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Habe ich doch tatsächlich Dr. Ian Malcolm unterbrochen? Das geht ja mal gar nicht. Leute, wir haben unseren ersten Dino. Kann ich den auswählen? Nee. Was soll ich denn jetzt machen? Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Okay, alles klar. Was haben wir gesagt? Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft? Ich würde sagen, hier Wissenschaft, da geht's nach vorne, oder? Und los! Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Hallo, Dr. Dua. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Okay. Na, dann mache ich das. Was soll ich machen? Bauen und verbinden Sie ein Expeditionszentrum und versorgen Sie es mit Strom. Okay. Ein Expeditionszentrum. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Oh Leute, das ist ganz schön groß. Wie drehe ich denn das Ding? Ah! Aber... Ach, hier würde es hinpassen. Aber kriege ich das nicht hin, dass das hier so... Ach so. Ach so. Leute, wir kriegen alles hin. Naja, dann muss das, dann machen wir das hier hin. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Okay, also unten rechts denke ich mal, das wird so unsere Rufanzeige sein mit diesen verschiedenen Abteilungen Wissenschaft, Unterhaltung und Sicherheit. Und ich glaube, ich verstehe das auch, diese Kreise, wo wir das Gebäude gebaut haben, das ist hier dieses Stromnetz. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert, aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Ja, ist halt ein Tutorial. Wird halt viel gelabert, Leute. Ich komme gar nicht so richtig zu Wort heute. So, wir gucken mal. Aufträge. Inselbewertung? Bla bla bla? Nee, nee, nee. Inselvegetation. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Okay, so Triceratops, Genom sollen wir beschaffen? Beschaffen Sie 50% des Genoms? Triceratops sind ja so wunderschöne Tiere, um ehrlich zu sein. 1 Million gibt's dafür. Jetzt muss mir aber auch irgendeiner sagen... Ich wusste, dass sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, sie könnten nicht widerstehen. Ich kann nie widerstehen, Dr. Dua. Das Expeditions- kann Grabungsteams in die ganze Welt schicken. Können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Okay. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Das zeigt ein Symbol an, wenn ein Grabungsteam losgeschickt werden kann. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Hier müssen wir hin, Leute. Und um die geht es hier schließlich. Okay, dann schick mal die mal hier hin. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Okay. 2 Minuten verbleibend, dann gucken wir uns in der Zeit hier mal an, was hier los ist. Fossilien. Okay, extrahieren kann man hier. Ihr Job ist wirklich einfach.
erschaffen sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Aha. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Ja, das denke ich mal, ne? Also Fossilienzentrum, extrahieren Sie Fossilien und Genome? Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Okay, also wenn wir die extrahieren... Ich will, gucke mal hier, da ist doch Triceratops, ne? Da können wir das doch extrahieren. Dauert 33 Sekunden. Lass mal machen. Okay, das... Nee. Jetzt wollte ich hier mal gucken nach... Insel... Nee, nach dieser Expedition. Wie lange die jetzt noch braucht. Steht immer noch 2 Minuten verbleiben. Leute. Ich weiß so nicht, ob das jetzt klug ist. Nicht, dass ich jetzt hier alles extrahiere und dann kommt ein Auftrag. Extrahiere 5 und dann stehen wir schon da. Hier mit offenem Haar, ne? Also das wäre ja eine dumme Sache. Deshalb ist wohl oder übel, müssen wir warten, ne? Forschung, was ist denn hier los? Hier kann man quasi auch noch Sachen machen. Gehege, Gebäude, quasi neue Sachen. Okay, Datenbank, sowas ist immer wichtig. Leute, ich glaube, wohl oder übel, wir müssen hier warten, ne? Ich finde das aber nicht schlimm. Ich denke mal, das Expeditionsteam, hier ist es weniger als 1 Minute, Leute. Seid ihr auch so eine Jurassic Park-Fans? Also ich ja übelst. Und ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Ich weiß, das gibt es schon lange für einen PC. Aber wollte mich da wirklich nicht weiter spoilern lassen und mich quasi wirklich überraschen lassen. Ich habe mir nur mal ein Video angeguckt, wo ich dann quasi auch entschieden habe, dass ich keine Facecam mit diesem Let's Play einfügen werde, weil ich ganz einfach nicht wüsste, wo ich die hinsetzen soll, weil ich ja auch nicht möchte, dass euch Informationen flöten gehen, damit ihr den Verlauf dieses Let's Plays ganz einfach in voller Gänze und Güte verfolgen könnt. Das wäre ja wirklich eine miese Nummer. Auf jeden Fall, die Expedition ist gleich fertig für die Genome für unseren Triceratops. Trops? Wer kennt ihn nicht, den alten Triceratops? Okay, das Team kehrt zurück. Was passiert denn jetzt? Oh. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Gucke mal. Extrahieren, jetzt geht's hier los. Ach, jetzt müssen wir das hier auch wieder komplett abwarten. Das dauert halt einfach. Was war denn hier mit, Datenbank hat mich jetzt nicht so interessiert. Was ist denn hier wegen Gehege? Wir brauchen doch bestimmt extra Gehege, oder? Ach, elektrische Zäune, gucke mal. Falls wir dann bestimmt mal so ein T-Rex haben oder so, Leute. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Verbesserte Gene erforschen, um die Dinosaurier damit zu modifizieren. Du ahnst es nicht. Warum denn nicht, Leute? Manche Gegenstände haben Abteilungsrufanforderungen, die erfüllt werden müssen, ehe sie verfügbar sind. Alles klar? Okay. Ich gebe hier aber doch kein Geld aus, was ich nicht muss. Also damit kriegen sie mich nicht. Hier, Besucherzentren. Gucke mal, können wir auch bauen? Kleiderladen? Also wir müssen erstmal erforschen. Jetzt ist natürlich die Frage... Oh, neues Genom freigeschaltet, Leute. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Na, das hoffe ich doch. Da müssen wir bestimmt hier dieses Entwicklungslabor, ne? Brutkasten-Dinosaurier ausbrüten und jetzt hier so ein Triceratops. Gesamtfortschritt? Oh, nicht warum ist das nur so wenig? Also von den Prozenten her. Muss ich noch Dinge tun? Aber wir haben doch keine Fossilien mehr. Klar, ich könnte die bestimmt hier nochmal hinschicken, ne? Dass die Triceratops-Genome finden. Sollte man das machen?
Aber jetzt ist er einfach nur mit einem Genom 50% ausbrüten lassen. 50%. Wo sind wir denn? 56. Na, da können wir das doch ausbrüten. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? 50% ausbrüten und freilassen. Haben wir. Betriebsbereit, Stromverbrauch, Wegverbindung. Okay. Upgrade-Plätze? Oh. Ja, man kann sich ja in der Zwischenzeit hier einfach mal so einen kleinen Überblick verschaffen. So ein Fossilienzentrum. Aha. Extraktionstempo. Dinosaurier kann freigelassen werden. Jetzt schon. Oh Gott, Leute, unser Triceratops ist da. Hallo. Schade, dass man ihm keinen Namen geben kann. Eigentlich sieht er doch aus wie so eine Inge, ne? Inge wäre doch ein schöner Name. Grafik ist schon nett. Schön, gucke mal. Dinosaurier entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Okay. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Na, Inge? Okay, bauen Sie eine Futterstation für die Pflanzenfresser. Okay, na dann machen wir das doch. Landschaftsgestaltung, Abreißen, Wege, Strom, Gäste, Betriebsgehege. Guck mal doch mal bei Gehege. Haben wir hier Zäune, ein Tor? Gucke mal, eine Bodenfutterstation. 150.000? Alter, das ist teuer. Machen wir doch mal am Wasser, ne? Weil, Leute, da haben sie es nicht so weit. Ich baue eine Futterstation. Ich folge Ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Dr. Wu! Ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Hallo. Dua Sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was Sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Oh, Dr. Wu ist ein bisschen stinkig, Leute. Bauen Sie... Warte mal. Mission prähistorisches Leben. Bauen Sie eine betriebsbereite Ranger-Station. Eine Ranger-Station? Wo gibt's denn hier Betriebsgebäude? ACU? Da war sie doch. Eine Ranger-Station. Ranger-Teams können losgeschickt werden, um Gebäude und Objekte zu reparieren, Futterstationen aufzufüllen, Fotos zu machen und Dinosaurier zu behandeln. Leute, sowas ist ganz wichtig. Und sowas ist auch richtig groß, sehe ich gerade. Ich muss es ja hier hinsetzen. Baukosten? Muss das Ding ins Gehege? Das ist doch... Das muss doch nicht ins Gehege. Das wäre ja ein Ding. Leute, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung. Ich bin so ein Junkie, wo alles gerade sein muss. Nimmt's mir nicht übel. Hi, ich bin Isaac. Hallo. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Ja. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Ja. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Also, extrahieren Sie im Fossilienzentrum neue DNA, um mindestens 50% eines Dinosaurier-Genoms zu erhalten. Naja, klar, dann machen wir das. Aber wir machen erstmal eins fertig. Weg. Und da ist der fertig. So. Da müssen wir doch aber erstmal eine Expedition wieder losschicken. Expedition. So, wir haben ja hier unser Triceratops, ne? Den haben wir schon. Ein Entmontosaurus. Leute, da wird eine Expedition gestartet, aber sowas von. Ah, hier kann man auch noch was losschicken. Oh, Fleischfresser. Oh, hier hätte man hinschicken müssen. Ah, waren wir ein bisschen zu voreilig gewesen, Leute. Sie haben nicht verfügt. Ach so, aber der könnte mir doch auch mal sagen, wie lange er braucht. Ach so, 2 Minuten verbleiben. Seid ihr jetzt hier fertig, Leute?
brüten sie ein Triceratops. Warte mal, erstmal das fertig hier. Brüten sie ein Triceratops mit einem Genom von 70% aus und lassen sie ihn frei. Forschungsziel im Forschungszentrum Hakenwurm. Ich bin auch behindert. Hakenwurmparasiten. Forschungszentrum. Also wir sollen Hakenwurf. Ich sag's schon wieder. Was stimmt denn mit mir nicht? Übrigens, ich habe so langsam das Problem, dass wir schon Störprobleme kriegen. Gehen wir doch einfach mal zur Forschung. Werden wir hier irgendwas finden zu Hakenwurmparasiten? Ah, guck mal hier. Medizinische Behandlung. Forschungspunkte benötigt einer. Wofür steht denn, wo steht denn, wie viel wir haben? Ich sehe nirgendwo was. Ah, wir können danach forschen. Okay. Ja, also machen wir jetzt schon den Haken Wurmparasiten. So, wir warten auf unsere Expedition. Und dann müssen wir die natürlich nochmal losschicken, damit die nach dem Triceratops Genom nochmal Ausschau halten. Ich bin am überlegen, ob ich sie direkt hier hinschicke, wo sie alles finden. Aber ich würde sagen, wir schicken sie hier hin, weil da gibt es definitiv... Ach, Forschung abgeschlossen. Naja, und da sind dann die Ranger für verantwortlich. Ihr macht das schon, da bin ich mir sicher. Aber wir müssen doch bestimmt mal irgendwas mit dem Strom noch machen, ne? Gucken wir uns doch hier nochmal um. Ah? Ankunftsort. Ach, von hier kommen die Zuschauer dann. Irgendwann. Ist jetzt aber nicht so eine nette Begrüßung hier. Was sag ich? Da kommen Zuschauer. Da sind schon Zuschauer. Ich hab doch noch nicht mal ein Klo für die. So, die Fossilien sind da, Leute. Ah, das können wir verkaufen. Das ist doch schon mal schön. Ja, schöner Dino. Freut mich. Ich meine, wir können es ja auf jeden Fall DNA extrahieren. Weil wir müssen für den Ehrenauftrag ja auch noch was machen. Aber wir werden, Leute, nochmal die losschicken, damit die ein paar Triceratops-Genome finden. Nee. Nein. Wo war's denn? Hier. Da schick mal die nochmal hin. Steht aber gar nicht da jetzt, wie lange die brauchen, ne? Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ey, Leute, mir gefällt das Spiel schon wieder. Ich bin echt gespannt, in was für eine Richtung das hier noch geht. Ach, viel Platz haben wir jetzt hier nicht, ne? Ach, weiter können wir nicht. Also hier ist da noch irgendwo Zeg. Man muss als allererstes, ihr kennt doch das selber von der Schule früher, man muss immer erst seine Grenzen abstecken. Immer erst mal gucken, wie weit man so gehen kann. So, jetzt haben wir das Genom. Stimmt, wir haben doch hier diese Fossilien gehabt. Sind die jetzt fertig? Ah, neues lebensfähiges Genom. Aber das ist doch auch noch eins, ne? Okay, lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Danke. Ey, Leute, ich würde sagen, die hier kommen auch mal definitiv mit dazu. Wir entpacken hier einfach alles wie so eine alte, blöde ZIP-Datei. Expedition, die sind noch unterwegs. Fossilien. Ja, ist das hier? Das ist nicht so ein Dino, den wir gerade hatten. Können wir da jetzt den Ehen ausbrüten? Das ist der. Na, da kann ich doch den anderen da auch schon mit, hier weh schon, Fossil-Mopeltier auspacken lassen. Jetzt habe ich den falschen genommen, weil sich das verschoben hat. Meine Fresse. Hier wird alles extrahiert jetzt einfach. Ist ja vollkommen egal. So, wir hatten doch auch... Ach, hier sieht man dann hier mit Strom Umspannwerk und so. Ach, weil hier ist halt Säft und dort ist Säft. Und da sind zwei Dinos. Nicht so eine uninteressante Karte. Aber, was wollte ich machen? Ich hab's vergessen, Leute. Ich wollte...
Eigentlich wegen Strom gucken, aber ich wollte mir auch gucken, wo noch Aufträge waren. Wo habe ich denn Aufträge? Hier Mission. Gucke mal, hier, nee, hier sind Aufträge. Neuer Auftrag. Ach, da kann man dann neue anfordern. Ach so, und das ist die Mission, die wir jetzt gerade machen. Brüten Sie einen Triceratops. Hier, drei sie aus. So. Wir warten ja jetzt aber gerade. Ja, gucke mal, da sind sie. Da sind sie. Was haben sie denn hier gefunden? Ah, da kann man nur verkaufen. Leute, wir brauchen das Geld. Wir brauchen die Kohle. So, da müssen wir warten. Aber man kann doch hier auch die Extraktion abbrechen, siehst du. Und dann können die dann als nächstes kommen. Und dann hoffe ich, dass wir mit dem Genom dann irgendwann mal so weit sind, wo wir hinwollen. Gefällt mir bis jetzt. Ich bin, vor allem, das wird noch richtig umfassend. Also wenn ich, Leute, wenn wir uns hier mal angucken bei Betriebsgebäude, was hier noch so alles dann am Stissel ist und dasselbe gilt natürlich hier für Gästegebäude. Wow, so ein Fastfood-Restaurant. Ich habe so ein bisschen Sprachbarrierenprobleme heute, merkt ihr das? So ein Schutzraum ist natürlich auch wichtig. Vor ausgebrochenen Dinosauriern. Wollen die mir erzählen, dass hier auch Dinosaurier ausbrechen? Da ist ja bestimmt richtig Alarm hier im Darm. Nicht im Darm. Ihr wisst schon, im Park. So, da guck mal. Stone. Ein kleines Kraftwerk. Ein Umspannwerk. Die Frage ist natürlich, wo ist denn das Kraftwerk? Ist das ein Kraftwerk? Ah! Das ist ein Kraftwerk. Okay. Also, mit Stromnetz, sowas finde ich ja geil. Ist nicht einfach immer nur Straßen verbinden und dann funktioniert hier alles? Nee, 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 Leute. Da muss man auch mal ein bisschen nachdenken. Oh Leute, die sind fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir jetzt eh mit 70. Ist das dein Ernst? Können wir nicht. Deshalb, das ist jetzt natürlich blöd. Da müssen wir nochmal eine Expedition losschicken. Sag mal, komme ich eigentlich klar jetzt gerade? Expedition. Da müssen die nochmal los. Und wir werden in der Zeit einfach mal rotzfrech noch einen Auftrag anfordern. Wir machen mal was für die Sicherheit. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Kommt die mir jetzt mit, ich soll zwei Aufträge, Expeditionen machen? Frage. Wir wollen unsere die ganze Tiere unter Zeit Kontrolle gemacht. Halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hätten wir mal gleich gedrückt. Jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Was? Aber Leute, habt ihr gesehen, da waren wir jetzt ein bisschen blöd gewesen. Das hätten wir vorher schon machen müssen, aber das kann ja keine Sau wissen. Also führen sie zwei erfolgreiche Expeditionen. Na, das machen wir ja gerade, ne? Leute, wir holen uns gleich den nächsten Auftrag. Geht nicht. Weniger als eine Minute zum nächsten Auftrag. Okay, dann müssen wir das einfach akzeptieren. Der hat hier noch zwei Minuten verbleibend. Ja, wir könnten hier jetzt natürlich einen anderen Dino ausbrüten, aber ich denke mal, wir haben es ja auch nicht so dicke vom Geld her, ne? Können ja auch nicht so auf die Kacke hauen, ne? Und vor allem, dann haben wir ja zwei Triceratops. Machen die dann ein bisschen knicki-knacki? Und machen neue Babys? Das wär's doch, oder? Wo sind denn unsere Dinos? Ah, hallo. Inge geht's gut, Leute. Im Spiel heißt er einfach nur TRC001. TRC, nicht THC, Leute. Und STR001. Okay. Jetzt wird doch bestimmt gleich die Meldung kommen, dass das hier alle. Wir können ja mal gucken, ob wir uns noch einen Auftrag holen können. Weniger als eine Minute. Naja, wir warten halt auf unsere Expedition, ne? Da können wir jetzt nichts machen. Aber die müssten eigentlich gleich mal soweit sein. Weniger als eine Minute. Das ist aber schön, Leute. So habe ich wenigstens zwischendurch mal die Zeit, auch ein bisschen mit euch zu schnacken. Das ist auch wichtig. Das müssen wir auch machen. Sag mal, ihr seht mir eigentlich so aus wie Leute, die hier was zu tun haben, die hier arbeiten müssen. Und irgendwie... Ja, es regnet. Scheiße, ne? Oh, Expeditionszentrum.
Zu den Fossilien. Gucke mal. Hier können wir wieder was verkaufen. Das ist sehr schön. Entpacken, entpacken. Ja, eine Minute trennt uns wahrscheinlich von unserem Glück. Und ich denke mal, dann werden wir auch einen Cut machen. Unserer ersten Ausgabe unseres Let's Plays von Jurassic World. Leute, wir warten natürlich noch, bis das Triceratops-Genom fertig ist. Werden den Guten dann ausbrüten. Oder die Gute. Vielleicht kommt ja eine gute Ute hinten bei raus. Ich weiß es nicht, Leute. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was denn jetzt? Dass Sie damit Erfahrung haben. Also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Ah. Vier Dinos? Da hat er uns aber... echt ordentlich was da gelassen. Zum Glück wird rechts alles eingeblendet. Da kann man das wenigstens nochmal so ein bisschen nachvollziehen. Ist auch wichtig, Leute. Was, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit unseren Fossilien aus? So, eins ist fertig. Reicht das vielleicht schon? 66, ey, ich sehe es schon kommen. Ich hätte direkt auf Expedition drücken müssen. Ne? Und da hätten wir hier direkt... Aber jetzt schicke ich es auf... Jetzt schicke ich es aber wirklich hier hin. Kann man hier nicht ein Upgrade machen und dort noch ein zweites holen? Nee. Nee. Ah, das hätte man gleich mal machen müssen. Also wenn eine Expedition wieder da ist, gleich eine neue starten. Leute, ist für mich auch ein Lernprozess. Ich mache mit euch das Spiel das erste Mal heute und guck mir halt alles mit euch gemeinsam an. So, wie sieht's denn jetzt aus? Sind die Fossilien fertig? Also das letzte ist auf jeden Fall schon mal fertig. Ich werde das hier auch extrahieren. Die 10.000, die haben wir jetzt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. 70. Na, das läuft doch. Ausbrüten. Jetzt bin ich mal gespannt. Dauert jetzt natürlich auch wieder seine Zeit. So ist das nun mal mit Aufbauspielen. Manchmal heißt es einfach warten. Nebenbei warten wir natürlich auch noch auf unsere letzte Expedition, die wieder ein paar Fossilien für uns auftreibt. Also bis jetzt gefällt es mir. Bis jetzt ist es ein schönes Spiel. Und ich bin schon echt gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wenn da so die Fleischfresser kommen. Oder wenn wir so die übelsten Monster-Dinos dann machen, ne? Oh, verspricht irgendwie so einen kleinen Spaß zu machen. Aber ich habe dich auch noch nie futtern sehen, Kollege. Du bist so groß. TRC001 aka Inge. Naja. Naja. So, was ist denn jetzt hier? Die sind noch unterwegs, sind aber auch gleich wieder da. Der ist bei 60%. Ja, dauert ja auch ein bisschen, ne? Brutkasten, eigentlich können wir dann das nächste auch starten. Ne, das machen wir dann im neuen Video. Nicht, dass wir hier durcheinander kommen, Leute. Das ist ja auch wichtig. Heute gebührt unsere Aufmerksamkeit komplett den Triceratops. Und vor allem haben wir dann die Mission Prähistorisches Leben abgeschlossen, was, denke ich mal, auch sehr interessant ist. Um einfach zu sehen, wie es da weitergeht. Ich denke mal, wir werden dann einfach nur ein paar Rufpunkte für die Wissenschaft halt kriegen. Ihr seht das nicht. Ich komme hier die ganze Zeit mit meinem Kabel vor meinem Headset nicht klar. Oh, guck mal, das Expeditionsteam ist wieder da. Oh. Erstmal haben wir einen Auftrag abgeschlossen. Wenn es nach mir geht. Da gab es 150.000. Was denn jetzt? Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Montosaurus? Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid. Nee, nicht jetzt. Habe ich keine Zeit. Auf jeden Fall, das verkaufen... Leute, da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Wir wollen hier gucken, Dinosaurier freilassen. Stück für Stück, Leute. Stück für Stück. Das ist jetzt ein Triceratops. Mit einer, sagt man, Genomweite? Genomreichweite? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 70%. Naja, cool. Heilen Sie den Triceratops. Oh Gott, Leute. Dem geht's nicht gut. Meine Güte, Sie haben da einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln.
Sonst tragen sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Aufgabe hinzufügen? Na Leute, dem geht's nicht gut. Aha! Oh Gott. Leute, Inge geht's nicht gut. Aber die wird behandelt, Leute. Und da würde ich sagen, wir dürfen das hier jetzt aber auch nicht so in die Länge ziehen, weil sonst wären die Folgen ewig lang. Ich muss auf Pause drücken. Und Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr mit am Start wart bei unserer ersten Ausgabe unseres Let's Plays zu Jurassic World auf der PS4. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Ich bin gespannt, wie es mit Inge weitergeht, was wir für Fossilien finden werden, was wir für Dinos schlüpfen werden. Ach Leute, das wird ein Spaß. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.